Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder mal einen DM-Haul für euch mit zwei vollgefüllten Tüten. Ich habe das Ganze online bestellt und dann einfach vor Ort abgeholt. Die haben ja jetzt, ich glaube in jedem DM, bin mir nicht sicher, aber bei uns beim DM haben die draußen jetzt so Kästen, so Fächer. Wenn man das online bestellt, kann man einfach zu dem Automaten hingehen, gibt die Nummer ein oder scannt den Code ein, dann öffnet sich das Fach und man hat seine Sachen, die man bestellt hat. Also man muss gar nicht mehr in den Laden reingehen, an der Kasse nachfragen, an der Station oder so weiter und warten. Finde ich super gut. Und ja, das habe ich jetzt das erste Mal gemacht. Zwei Tüten habe ich bekommen. Und zwar ist es ein Beauty Haul mit Pflegeprodukten, Make-up und Food. Aber nur vegane Sachen zum Essen. Genau, also Beauty und Food. Ich werde das abwechselnd machen, also dass es nicht so langweilig wird für diejenigen, die es vielleicht nicht interessiert mit den Lebensmitteln oder für die, die es nicht interessiert mit den Beauty-Sachen und nur wegen der einen oder der anderen Sache eingeschalten haben. Ja, deswegen, ich wechsle das jetzt ab und ich fange einfach mal an. Ich habe zuallererst hier von Dove eine flüssige Handseife mitgenommen. Die hatte ich bis jetzt noch nicht. Ist einfach nur so eine intensive Reinigung. Ich habe noch gar nicht dran gerochen, weil ich habe es ja online bestellt, logischerweise. Da kann ich nicht dran riechen. Oh, finde ich lecker. Finde ich lecker. Dove hat sowieso immer gute Düfte. Aber die, ja, mag ich von dem Duft. Also sehr interessant, sehr speziell so vom Duft. Ist jetzt nicht dieser klassische Dove-Duft. Mag ich. Bin schon gespannt, wie sich es dann mit dem Wasser und so verhält. Dann habe ich wieder meinen Concealer nachgekauft von L'Oréal Paris, den Infallible 24 Stunden Modern Concealer. Das ist der. Der geht bei mir nämlich schon wieder leer. Der ganz normalen Applikator. Und das ist die Farbe Porzellan 320. Kann ich nur empfehlen, gibt es ja viele Farben. Habe ich aktuell auch dran. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Das Licht ist hier jetzt ein bisschen schlecht. Aber ja, den habe ich dran. Und meiner ist eben fast leer geworden. Dann habe ich eine Bodylotion wieder mitgenommen. Und zwar von Neutrogena. Dieses Mal aber nicht die, die ich immer mitnehme. Ich nehme ja immer von Neutrogena. Das ist jetzt hier eine hautstraffende Body Milk. Welche habe ich denn? Also ich habe einfach von Neutrogena diese zwei Bodylotions. Einmal parfümfrei und einmal parfümiert. Finde ich gut vom Duft. Jetzt dachte ich mir, ich probiere diese mal aus. Man wird ja nicht jünger, leider. Vor allem nicht die Haut und die hautstraffende Body Milk, dachte ich mir, kann ich mir jetzt mal mit über 30 mal gönnen. Und ja, probiere jetzt einfach mal aus. Wie riecht die? Da habe ich ja auch noch nicht dran gerochen. Und da steht halt auch, ja, mit Kollagen, stimulierenden Mineralien, straffere und elastischere Haut in nur 10 Tagen. Naja, in nur 10 Tagen wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber ich bin schon mal gespannt. Sie wird auf jeden Fall gut sein. Neutrogena ist eine sehr gute Marke. Mhm. Riecht anders als die zwei Neutrogena Bodylotions, die ich habe. Also die eine ist ja eh parfümiert, aber die riecht anders als diese parfümierte und die andere ist parfümfrei, die riecht nach gar nichts. Aber mal schauen, ja, ob der Duft jetzt so bleibt oder sich an der Haut noch verändert. Dann mache ich mal hier drüben weiter. Weil Essen hatten wir noch nicht, genau. Dann machen wir mal mit Essen weiter. Und zwar habe ich hier vorne der Eigenmarke Bio wieder die Reiswaffeln mit Zartbitterschokolade. Die mag ich sehr, sehr gerne. Das sind 6 Stück drinnen. 6 Reiswaffeln mit Zartbitterschokolade. Natürlich vegan wegen der Zartbitterschokolade. Und ja, wer kennt Reiswaffeln nicht? Wer mag sie nicht? Ich glaube mal, die meisten mögen Reiswaffeln lieber mit Schokolade als ohne. Und ja, so zum Zwischendurch zum Snacken finde ich das ganz lecker immer. Dann habe ich noch was mitgenommen. Das habe ich jetzt noch nicht probiert bis jetzt. Auch von DM Bio. So vegane Dinkel. Sesam Cracker. Das sind so, seht ihr, so 2 Reihen mit 2, 4, 6, 8, 10, also 20 Stück insgesamt, 10 auf jeder Seite. Einfach so Dinkelcracker mit Sesam. Das dachte ich mir jetzt auch lecker so am Abend oder zwischendurch, wenn man mal Hunger hat. Oder ins Auto mitnehmen, wenn man mal irgendwo hinfährt und unterwegs ist und Hunger hat. Zum Dippen mit Hummus zum Beispiel schmeckt das bestimmt auch gut. Ein paar Gurken dazu, was auch immer. Ja, wollte ich jetzt mal ausprobieren. Habe ich nicht gesehen, als ich da online durchgeschaut habe. Dann zeige ich euch noch eine Süßigkeit oder irgendwas Lebensmittelmäßiges. Und dann machen wir, glaube ich, wieder ein paar Beauty-Produkte. Ja, und dann habe ich noch von DM Bio, ist irgendwie alles DM Bio, so ein kleines Gläschen veganer Bauernschmaus mitgenommen. Ich weiß noch nicht, ob es schmeckt. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Das ist so ein veganer Brotaufstrich. Bauernschmaus steht da drauf. Mit geräuchertem Tofu,
Grünkern, Äpfel, Tomatenmark, Weißwein, Essig, Koriander, Liebstock und so weiter, verschiedene Gewürze, Zimt. Ja, wenn da nicht so viel drin ist, wird schon schmecken. Und ja, bin einfach gespannt, wie das dann schmecken wird mal so. Ja, dann habe ich hier wieder meine Nivea Intim Wash Lotion mitgenommen, die Intimo, und zwar diese rosa-rot. Da gibt es auch diese grün mintfarbene, die mag ich nicht vom Duft, deswegen nehme ich immer nur die hier mit. Und ja, deswegen ist die mitgekommen. So wie ein Blush, und zwar von Essence, The Blush. Von Essence habe ich den The Blush mitgenommen in der Farbe Nummer 90, Better Sling, keine Ahnung, schaut mal da oben, Nummer 90. Und ja, ist ein schöner Ton. Ich verwende gar keinen Blush, und Blushes verwende ich, also Rouge, verwende ich sowieso nicht als Blush, Schrägstrich Rouge, sondern als Lidschatten. Also ich habe mir den mitgenommen, weil ich dachte, ich verwende ihn als Lidschatten bei Rouge. Also ich mache Contouring und Highlighter natürlich, aber kein Blush, sondern das wird dann mein Lidschatten eben. Finde ich nämlich, dass sie so schöne Farben immer haben, und ich mag diese Blushtöne eben als Lidschatten. Dann habe ich... Ach, ich sehe, ich habe sie zweimal mitgenommen. Ich habe zweimal, ja... Anscheinend vorsichtshalber mal zwei Packungen mitgenommen, weil die schnell weggehen von diesen Reiswaffeln. Dann habe ich ostermäßig, Moment, da habe ich aber eine Packung schon geöffnet. Wir haben Ostern schon vorbei, und ich hatte die am Ostersonntag aufgemacht. Ist aber noch viel da, wie man sieht. Also ich habe zweimal die hier mitgenommen, diese Dinkel-Schokoeier. Die Packung ist schon offen, ist aber immer noch was drin. Wir hatten ja nicht so viel gegessen, weil mit Frühstück und Abendessen waren wir völlig satt. Ja, ich finde die lecker. Also ich muss sagen, sind lecker auf jeden Fall. Ja, sind auch noch einige drinnen. Vielleicht kennt ihr die, schaut mal, ist eigentlich noch fast voll. Ja, also es sind noch sehr viele drin. Wir werden die natürlich weiter essen. Vielleicht verschenke ich die andere Packung noch nachträglich für Ostern. Wir werden sehen, hält sich noch bis September. Kann man ja hin und wieder dann mal essen oder doch noch verschenken, wie gesagt. Und die offene Packung werden wir natürlich aufessen. Ich muss aber sagen, diese weißen Dinger fand ich nicht so lecker. Also das Drumherum, ich weiß nicht, was da drumherum ist. Weil das eine, also es ist ja vegan, deswegen ist es keine weiße Milchschokolade, aber ja, Zartbitterschokolade auf jeden Fall, und bei dem anderen ist irgendwas anderes noch drüber gezogen, und die weißen glasierten hatten mir jetzt nicht geschmeckt, ich mag nur die braunen, aber ja, ich würde mir das nächste Jahr, wenn es die wieder gibt, nicht mehr kaufen, muss ich sagen, aber war in Ordnung. Genauso wie ich dann auch zweimal, wie gesagt, in verschiedenen Tüten, genauso wie ich das hier zweimal mitgenommen habe, auch hier schon wieder geöffnet, diese Marzipan-Schokoeier von der DM-Eigenmarke Bio Vegan. Das sind so vegane Marzipan-Schokoeier, die sehen richtig schön aus, das sind so bunte. Ja, ihr seht, wir haben nicht viel gegessen an Süßkram. Und zwar, wenn man da reinbeißt, innen ist Marzipan, drumherum ist so eine ganz feine Schicht Zartbitterschokolade, und außen ist eben so buntes Trachee-Zeug, wie man es kennt. Ja, die finde ich auf jeden Fall besser vom Geschmack. Aber ja, kann man mal machen, ne? So. Dann habe ich natürlich mal wieder von der DM-Eigenmarke Alverde Naturkosmetik meinen Color and Care mitgenommen. Diesen Pflegestift mit Farbe. In der Farbe 02, das ist die Nude. Das ist ja der, den ich immer kaufe. Den kennt ihr ja schon. Deswegen, der hat super, also die haben super viele Farben. Sehr pflegend, geschmeidig, macht geschmeidige Lippen, die Farbe ist gut pigmentiert, kann ich nur empfehlen. So, dann dürfte auch meine Kamillcreme wieder mit, meine Handcreme. Das ist die hier, weil meine neigt sich jetzt auch schon dem Ende hinzu. Dann habe ich hier von DM Bio diese Dinkelflakes mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt mit Zucker sind. Oh ja, doch, naja, gut. Ich habe die jetzt mal mitgenommen, diese Dinkelflakes. Ich dachte, die wären ohne Zucker. Das sind 400 Gramm. Hier steht natürlich drauf, 94% Dinkelvollkornmehl. Ja gut, 5% Rübenzucker und 1% Meersalz. Ja, kann man mal essen. Ich dachte mir einfach mal mit Hafermilch oder sowas, ne? Ein bisschen Obst noch mit reinschnitzeln. Deswegen, ich wollte die einfach mal ausprobieren. Dann habe ich noch zwei so Riegel mitgenommen von Werbels, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und zwar einmal diesen hier, das ist so ein Proteinbar beim Riegel eben. Salty Peanut, habe ich aber noch nicht probiert. Also Salty Peanut und Hazelnut Nougat, also Haselnuss Nougat und salzige Erdnuss. Ja, bin gespannt, wie die schmecken werden. Ja, wenn ihr die schon kennt, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr irgendwas schon probiert habt, wie diese hier.
und wie ihr die fandet oder den veganen Bauernschmaus zum Beispiel. Würde mich mal interessieren. Dann habe ich noch einen Lippenstift mitgenommen von Maybelline New York, den Superstay Ink. Matte Ink. Genau, den habe ich schon ausprobiert. Ihr seht, die Verpackung ist nämlich schon ab. War komplett zugeklebt, also ich habe das kaum aufbekommen. Der war hochsicherheitsmäßig verpackt. Schaut mal, das ist ein super schönes Barbie-Pink. Und ja, ihr wisst ja, solche Farben mag ich. Deswegen, ja, aber ich muss sagen, würde ich nicht nochmal kaufen, weil, ja, ich weiß nicht, also der klebt so. Also das ist ein flüssiger, also Liquid Lipstick, ja. Der wird matt. Die erste Schicht ist super. Ich habe da eine Schicht drauf gegeben, trocknen lassen. Aber dann bröckelt das ab. Jetzt sieht danach nicht mehr schön aus. Also die Hälfte ist dann weg. Und wenn man den dann wieder drüber gibt, dann sieht das richtig kacke aus. Ja, und abbekommen tut man den auch super, super schlecht. Deswegen, ich weiß nicht, habt ihr da, also wie findet ihr den? Mögt ihr den? Die haben ja auch zig Farben davon. Oder findet ihr den auch, nicht so gut, weil der eben dann so, so bröckelig eben wird. Dann von Nivea mein Haarspray wieder, das Volumenpflege-Haarspray in der Stufe 4 oder in der Stärke 4 besser gesagt. So wie, von Bübchen die Pflegeduschen. Die ist tatsächlich für mich. Ja, ich mag den Duft da sehr gerne und die nehme ich auch immer mal wieder her. Ja, ich liebe den Duft einfach. Ich liebe einfach den Duft von dieser Pflegelotion von Bübchen, deswegen habe ich die mal wieder nachgekauft nach langer Zeit. Genauso wie ein riesiges XXL Schaumbad. Genau, das Babybad von Bübchen und das riecht so lecker. Das hält, glaube ich, 3 Jahre. Oh, das riecht, also wenn ihr das noch nicht kennt, riecht dran. Oh, das riecht so lecker in der Badewanne. Und ja, das ist ein ganzer 1000 Milliliter. Also super viel drinnen, reicht für 3 Jahre und ja, muss man aber auch nicht so sparsam sein. Es gibt ein richtig schönes Schaumbad, genau, so schöne Blubberblasen. Also das schäumt richtig gut, hält auch sehr lange. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr es noch nicht kennt. Dann habe ich was für die Haare mitgenommen von Ebelin. Eine Haarspange, die sieht so aus. Ist hier Gold und so Rosé, sieht ein bisschen Perlmuttfarben eben aus, ne? So edelsteinmäßig sieht die aus. Einfach so ein kleines Klemmerchen. Ja, hat mir gefallen, deswegen habe ich es mitgenommen. Dann etwas zum Essen, das haben wir auch schon probiert von DM Bio. Diese Doppelkeks glutenfrei. Ja, aus Reismehl, genau, die sind glutenfrei, weil die nicht aus Weizenmehl, sondern aus Reismehl sind. Und kann man essen, würde ich aber auch nicht nochmal kaufen. Also die haben halt schon einen speziellen Geschmack. Wenn man jetzt glutenfreie Sachen essen muss, gesundheitlich, und das andere nicht verträgt, dann ist es eine tolle Sache auf jeden Fall. Aber ich persönlich würde es jetzt nicht nochmal kaufen. Also die Konsistenz von den Keksen ist halt nicht so toll, aber es wird jetzt aufgegessen. Und ja, aber würde ich nicht nochmal mitnehmen. Dann habe ich hier noch einen Aufstrich, und zwar vegane Streichwurst. Da habe ich noch mitgenommen, so ein kleines Gläschen. Da bin ich auch schon gespannt, wie die schmecken wird. Schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr die schon kennt. Und noch etwas Beauty-mäßiges von Essence. Diesen Matte Liquid Lipstick, der 8 Stunden halten soll. Ja, Waterproof steht drauf in der Farbe 05 Pink Blush. Ja, den habe ich natürlich auch schon getestet. Wie soll es auch anders sein? Und ja, duftmäßig riecht er nicht so lecker, und da muss ich sagen, dass da das gleiche Problem ist wie bei dem, dass der einfach so klebrig wird. Wobei der Essence nicht so schlimm ist wie der von Maybelline, aber naja, würde ich auch nicht nochmal kaufen. Also ziemlich viele Flop-Produkte, kann ich schon mal sagen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr da gut fandet oder nicht. Dann habe ich mal die Gnocchi mitgenommen. Ja, man kann die Dinger selber machen. Ich habe die ehrlich gesagt noch nie mitgenommen, weder bei DM noch sonst irgendwo. Aber ich dachte mir, ich probiere jetzt einfach mal aus. Mal schauen, wie die schmecken. Also einfach Gnocchi, ebenfalls Bio. Und ja, mal gucken, ob die gut sind. Ansonsten dann doch lieber selber machen. Und zu guter Letzt noch Strumpfhosen. Zweimal die gleiche. Ihr seht, ja, ich habe beide schon verwendet jetzt die Tage. Ich habe das vor Ostern noch abgeholt, so 3-4 Tage vor Ostern. Hatte keine Zeit, die DM-Haul abzudrehen. Deswegen ist schon einiges geöffnet und verwendet und natürlich auch getestet.
Ja, und die Strumpfhose. Ich nehme eigentlich immer von nur die Seidenfeinstrumpfhose. So, leider habe ich die online irgendwie nicht mehr bekommen. Die bestelle ich online. Und irgendwie war die Farbe ausverkauft. Ich weiß nicht, ob die komplett aus dem Sortiment geht, die Seidenfein. Auf jeden Fall habe ich die nicht mehr gefunden. So, und ja, dann ist die einzige Möglichkeit gewesen bei DM noch, nachdem ich eh die Sachen hier bestellt habe, dachte ich mir, bei DM, die müssen ja auch welche haben. Die hatten auch nur die Strumpfhosen, aber nicht die Strumpfhose, die ich benötige, weder die Größe noch die Farbe noch sonst was. Und dann dachte ich mir, das Einzige, was farblich so aussieht, weil ich ja so hell bin und so eine dunkle Strumpfhose sieht ja dann ein bisschen blöd aus, wenn man dann so dunkle Beine hat und der Rest ist eben so hell. Deswegen dachte ich mir online, als ich das angeschaut habe, das Einzige, was passt, wäre Champagner. Seht ihr? Champagner. Dann habe ich die ja jetzt bekommen, ist aber trotzdem, obwohl das der hellste Ton ist, ist trotzdem zu dunkel für mich. Also es sah trotzdem braun aus. Also ich würde es jetzt nicht nochmal kaufen wegen der Farbe. Und zweitens, es ist Größe S, 38-40. Also Größe S, XS gibt es gar nicht. Das ist die kleinste Größe S. Bei nur die haben die auch immer S, 38-40 oder so. Und die ist super groß. Also ich weiß nicht, die ist super breit. Ja, ich habe die, also die ist gar nicht dehnbar gewesen. Die war schon so. Also die hat sie nicht so zusammengezogen, dass man die so aufrollen muss. Ihr wisst, was ich meine, oder? Sondern die war schon so breit. Die war unten auch locker und bei mir. Und ja, ich weiß nicht. Also, und die ist kaputt gegangen. Also schon beim ersten Mal tragen, als ich die so hochgezogen habe, habe ich schon einen Riss drin gehabt. Die ist nicht gut von der Qualität, finde ich. Vielleicht finden sie andere gut, aber ja, Qualität fand ich nicht gut. Farbe hat nicht gepasst gut. Aber auch so, nee, würde ich nicht nochmal kaufen. So, ich bin froh, dass ich jetzt, ich hoffe, dass ich die anderen jetzt bekomme. Ja, mal schauen, ob die mal wieder vorrätig sind. Ja, und das war's jetzt mit dem DM-Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst mir sehr gerne ein Abo da. Kommentiert gerne, wenn ihr schon was ausprobiert habt von den Sachen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.